Vielleicht das nur mal ganz kurz vorweg. Diese Woche müsst ihr mich echt ein bisschen entschuldigen, bitte, weil es ist so wahnsinnig viel passiert. Es gibt noch so viele interessante Dinge, über die wir sprechen können und über die wir uns dann auch unterhalten sollten. So viele interessante Infos. Und das holen wir auch auf jeden Fall nach. Beispielsweise zur Lufthansa Group. Allein da ist schon ziemlich viel passiert. Es gibt neue Bestellungen, neue Prognosen für die Zukunft, über die wir uns unterhalten können. Und das machen wir dann auch nächste Woche. Das ist auf jeden Fall versprochen. Aber ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass diese ganze Boeing-Nummer und alles, was da gerade abgeht, das hat den Plan für diese Woche komplett über den Haufen geworfen. Ein Thema wollte ich aber auf gar keinen Fall auslassen, auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen untergegangen ist. Das ist der sogenannte Rollout der Boeing 777X. Eigentlich ist das, vor allem bei so einem Flugzeug, natürlich eine Riesennummer für den Flugzeughersteller. Aber auf Riesennummer mit anschließender Party hatte bei Boeing in den letzten Tagen natürlich niemand so richtig Lust, verständlicherweise. Und das wäre auch ziemlich unangebracht gewesen. Trotzdem schauen wir uns jetzt mal an, was man da vor 2 Tagen aus der Halle gerollt hat. Und wir unterhalten uns mal ein bisschen über die neue Boeing 777X. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Der Absturz der Boeing 737 MAX 8 der Ethiopian Airlines mit über 150 Menschen an Bord, der war am Sonntag, am 10. März. Und was in den darauffolgenden Tagen für Chaos herrschte zum Thema Boeing 737 MAX, das hat jeder von euch selbstverständlich mitbekommen. Das sogenannte Rollout der 777X, so nennt man das erste Verlassen der Endmontagelinie eines neuen Flugzeuges, das war eigentlich geplant für den 13. März, also nur 3 Tage später. Und wie sich das für ein so vielversprechendes das Flugzeug gehört, mit anschließender riesiger Party für alle Mitarbeiter. Denn gerade für die Leute, die jetzt in den letzten Monaten und Jahren mehr oder weniger dauerhaft damit beschäftigt waren, dafür zu sorgen, dass das Flugzeug jetzt hier pünktlich auf den Rädern stehen kann, für die ist das natürlich ein besonderer Moment, die Maschine zum ersten Mal komplett zusammengebaut, in einem funktionstüchtigen Zustand zu sehen und selbstverständlich dann auch mit kompletter Lackierung. Einen Tag vor diesem sogenannten Rollout wurde aber die dazugehörige Party abgesagt. Alles andere wäre jetzt an dieser Stelle aber auch etwas verwunderlich bzw. unschön gewesen. Denn bei Boeing gibt es zum aktuellen Zeitpunkt wahrscheinlich wirklich nichts zu feiern. Dieser Rollout, das erste Herausholen des fertigen Flugzeuges aus der Halle, der fand jetzt aber natürlich trotzdem statt, denn so doof das vielleicht auch klingen mag, die Arbeit beim Flugzeughersteller, die muss selbstverständlich weitergehen, gerade bei solchen Projekten. Und so hat man dann die brandneue und erste komplette Boeing 777X im kleinen Kreis nur den Mitarbeitern am Mittwoch vorgestellt. Und ohne jetzt die aktuellen Entwicklungen bei Boeing vergessen zu wollen, das ist schon aus vielerlei Hinsicht sehr beeindruckend, was man da am Mittwoch aus der Halle gerollt hat. Die erste 777X ist lackiert im sogenannten Boeing Blue, also in Blau und nicht so, wie man das auf den ersten Computeranimationen und Computerbildern gesehen hat, in Rot. Und jetzt kann man bei diesem ersten fertigen Flugzeug endlich auch mal die ganzen Veränderungen, die mit der 777X kommen werden, die kann man sich jetzt viel besser vorstellen, weil man sie halt mal sehen kann, so wie sie dann später auch am wirklich fertigen Flugzeug für die Fluggesellschaften dran sein werden. Denn mit der neuen 777X kommen tatsächlich so einige Veränderungen. Erst einmal, und das ist jetzt aber natürlich kein Geheimnis, das Flugzeug da, das wird das neue, größte, zweistrahlige Verkehrsflugzeug der Welt. Und was man vielleicht gerne mal übersieht, dieses Flugzeug ist dann auch das längste Passagierflugzeug der Welt. Ganz offiziell gilt dieser Titel zwar erst dann, wenn die Maschine auch wirklich in dieser Funktion mal unterwegs war, das wird noch eine Weile dauern. Im Frühjahr 2020 soll die erste 777X aller Voraussicht nach an Emirates ausgeliefert werden, aber nichtsdestotrotz, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das Flugzeug, was die da gebaut haben, dass das auch flugfähig ist und so auch zu den Fluggesellschaften kommen wird, dann haben wir jetzt hier mit der 777-9 das neue längste Passagierflugzeug der Welt mit 76 Metern und 70 Zentimetern. Damit ist die 777-9 ganze 40 Zentimeter länger als die 747-8 Intercontinental, das aktuell längste Passagierflugzeug der Welt. Was bei dieser Größe natürlich irgendwo unvermeidbar ist, das Flugzeug ist relativ schwer. Auch im leeren Zustand wiegt die 777X bereits 180 Tonnen. Damit ist sie in etwa so schwer wie 4 ebenfalls leere Airbus A320. Und was vielleicht ebenfalls ganz spannend ist, die neue 777X ist im leeren Zustand mit diesen knapp 180 Tonnen. Damit ist sie fast so schwer, wie es eine Boeing 767 beim Start voll mit Passagieren, voll mit Fracht, voll mit Sprit sein darf. Das ist schon mal ein Unterschied. Ich denke mal, solche Vergleiche helfen ein bisschen, um sich überhaupt erstmal annähernd vorstellen zu können, was Boeing da am Mittwoch aus der Halle geholt hat, was das für ein Flugzeug ist. Knapp 3 Meter länger ist die 777X im Vergleich zur alten 777-300ER, der jetzt längsten Version der 777, und dabei ist sie nur in Anführungszeichen 11 Tonnen schwerer, wie gesagt immer noch im leeren Zustand. Dafür bietet sie dann aber auch 3 zusätzliche Sitzreihen in der Kabine. Das ist jetzt jedoch erstmal gar nicht so wichtig bzw. nicht so wirklich aussagekräftig. Für den täglichen Einsatz bedeutet das nichts anderes, als dass eine Boeing 777X wäre sie beim Start genauso schwer wie eine heutige 777-300ER, dann könnte sie mit 30 zusätzlichen Leuten knapp 500 Kilometer weiter fliegen. Mit anderen Worten, die neue
777X. Alles andere wäre aber auch ein bisschen doof gewesen. Die neue 777X ist einfach effizienter als ihr Vorgänger. Dieses Plus an Effizienz, das kommt vor allem durch zwei wichtige und auch bei der am Mittwoch aus der Halle gerollten 777X gut erkennbaren Veränderungen im Vergleich zum Vorgänger. Das sind zum einen die neuen Triebwerke, GE9X-Triebwerke von General Electric. Diese neuen Triebwerke sind jetzt tatsächlich doch nochmal ein kleines Stück größer als die ja eh schon größten und stärksten zivilen Flugzeugtriebwerke, die aktuell unter der 777-300ER hängen, die GE90-Triebwerke. Glaubt man vielleicht gar nicht, aber das kommt als Basis zumindest aus den frühen 90er Jahren. Und als man das dann bei General Electric getestet hat, hat man herausgefunden, dass ein GE90-Triebwerk ausreicht, um eine gesamte Boeing 747 in der Luft halten zu können. Geht tatsächlich, und zwar nur ein einzelnes Triebwerk, nicht zwei davon. Das hat man ausprobiert mit seiner eigenen 747 und all das kann der Nachfolger, das neue GE9X-Triebwerk, das kann das alles selbstverständlich auch. Nur halt eben ganze 10% effizienter. Das war zumindest das Ziel. Das ist keine Revolution, aber es ist ein wichtiger Schritt dahin, dass man jetzt auch auf Langstrecken endlich mal unter 3 Liter Verbrauch pro geflogenen 100 Kilometern pro Passagier kommt. Und genauso wie man auf dem Weg vom A320 zum A320neo den Ferndurchmesser doch nochmal ein gutes Stück vergrößern musste für mehr Effizienz, genauso hat man das jetzt auch bei dem neuen General Electric Triebwerk gemacht. Von 3,29 Meter beim GE90-Triebwerk hat man das Ganze vergrößert auf 3,40 Meter beim jetzigen GE9X-Triebwerk. Größer geht es aktuell tatsächlich nicht und mit Verkleidung ist dieses Triebwerk doch tatsächlich ein ganzes Stück größer als der Rumpf eines A320 oder einer Boeing 737. Und das ist schon echt gewaltig. Allein schon dieses neue Triebwerk jetzt unter der firmeneigenen Boeing 747 zu testen, allein das war schon eine Riesenherausforderung. Dafür steht die 747-400, die man aktuell nutzt, schon auf größeren Fahrwerken, als es die alte 747-100 tat, aber man musste dann nochmal eine spezielle Triebwerksaufhängung entwickeln, das Triebwerk dann auch noch ein gutes Stück nach vorne bzw. so nach oben kippen, damit es dann irgendwie mit etwas mehr als 40 cm Bodenfreiheit unter die Tragflächen der 747-400 passt. Und man könnte ja meinen, die Tragflächen einer 747, die hängen schon nicht ganz so tief über dem Boden. Und die Triebwerke, die da normalerweise drunter hängen, die sind ja auch nicht so wirklich klein. Aber der Ferndurchmesser der normalen 747-Triebwerke, der ist dann doch nochmal gut 1,10 Meter geringer als bei den aktuellen GE9X-Triebwerken. Und wenn wir jetzt schon mal bei diesem Thema sind, das neue GE9X-Triebwerk unter einer 747-Tragfläche, dann können wir auch direkt mal eine sehr häufig gestellte Frage beantworten. Ja, die 747 würde definitiv mit zwei GE9X-Triebwerken fliegen. Und sie wäre auch bestimmt ein gutes Stück effizienter, als sie es heute mit vier Triebwerken sein kann. Zumindest in der Version 747-400. Kraft haben diese zwei Triebwerke nämlich mehr als genug, um die 747-400 zu bewegen. Die bräuchte nämlich von ihren aktuellen Triebwerken, um die gleiche Schubkraft zu erzeugen, davon bräuchte sie dann direkt mal 5 Triebwerke und nicht 4. Also zwei GE9X-Triebwerke, die könnten sogar mehr Kraft erzeugen, als es die 747-400 aktuell mit ihren 4 Triebwerken kann. Aber die 747 ist natürlich ein ganz anderes Flugzeug, ist konzipiert als viermotoriges Flugzeug und so doof es klingen mag, die 747 steht auch auf einer sehr alten Basis. Bei der 747-8 gab es zwar neue Tragflächen, die hier einiges verbessern, nichtsdestotrotz wäre hier selbstverständlich der Aufwand enorm, um dieses Flugzeug jetzt mit zwei Triebwerken in die Luft zu bringen. Wie gesagt, das fängt dann an mit einem Fahrwerk, mit nicht genug Bodenfreiheit, mit irgendeiner komischen zusammengebastelten Version, die Triebwerke da irgendwie unter diese Tragflächen zu bekommen. Das funktioniert alles nicht. Da nutzt man dann lieber die 777 und neue Tragflächen, das war schon das richtige Stichwort, denn auch die neue 777X hat überarbeitete Tragflächen bekommen, die vom Aufbau her sehr den Tragflächen einer Boeing 787 ähneln. Ein schwer zu übersehendes Detail ist hingegen komplett neu und zwar die hochklappbaren Tragflächenenden der neuen 777X, die man jetzt bei dem Rollout des Fliegers am Mittwoch auch endlich mal richtig sehen konnte, so wie sie dann auch am fertigen Flugzeug dran sein werden. Es ergeben sich somit für das neue Flugzeug direkt mal zwei Spannweiten, nämlich im zusammengefalteten Zustand, dann kommt man auf 65 Meter, damit ist man ziemlich genauso breit wie der Vorgänger und wenn man dann die Tragflächenenden runterklappt, dann kommt man auf gut 72 Meter. Und jetzt kann man sich an der Stelle natürlich durchaus mal die Frage stellen, warum macht man sich den ganzen Aufwand überhaupt? Wenn man die Tragflächen der neuen 777X jetzt mal in Anführungszeichen ganz doof und ganz einfach beschreibt, dann findet man heraus, die Tragflächen sind recht lang, aber auch recht schmal. Auf schlau heißt das dann, die Tragflächen haben eine hohe Aspect Ratio, auf Deutsch eine hohe Streckung. So bezeichnet man jetzt hier bei Flugzeugen das Verhältnis zwischen Spannweite und der mittleren Flügeltiefe. Klingt wahnsinnig kompliziert, ist aber gar nicht so schwer. Das Einzige, was wir uns hier jetzt für dieses Beispiel merken müssen, ist, dass bei Tragflächen, die schmal und lang sind, das ist dann eine hohe Aspect Ratio und Tragflächen, die kurz und breit sind, das ist dann eine niedrige Aspect Ratio. Und wie wahrscheinlich überall im Leben hat das eine genauso wie das andere Vor- und Nachteile. Jetzt muss man also einen guten Kompromiss dazwischen finden.
Und ja, wir sind immer noch bei Tragflächen. Dazu kann man sich jetzt für das bessere Verständnis natürlich mal überlegen, wo findet man denn überhaupt, an welchen Flugzeugen eine niedrige oder eine hohe Aspect Ratio. Eine niedrige Aspect Ratio, eine niedrige Streckung gibt es beispielsweise bei Kampfflugzeugen. Eine hohe Aspect Ratio, eine hohe Streckung gibt es bei Segelflugzeugen. Und das hat natürlich bestimmte Gründe. Der hier an der Stelle jetzt aber wichtige Vorteil einer großen Aspect Ratio bzw. einer großen Streckung ist aber, dass der sogenannte induzierte Widerstand, der durch Verwirbelung an den Tragflächenenden entsteht, der wird durch die hohe Aspect Ratio reduziert. Die Tragflächen eines neuen Verkehrsflugzeuges, jetzt wieder ganz doof gesagt, einfach ganz schmal und ganz lang zu machen, ist also eine entscheidende Möglichkeit, um diesen sogenannten induzierten Widerstand zu reduzieren. Eine andere Möglichkeit sind zum Beispiel die klassischen Winglets. Jetzt ist das aber gerade bei großen, schweren Verkehrsflugzeugen, deren Tragflächenfläche, also deren Flügelfläche auch gerne mal 500 Quadratmeter übersteigt, da ist das natürlich einfacher gesagt als getan, mal eben die Flügel ganz schmal und ganz lang zu machen. Und außerdem müssen die Flugzeuge mit diesen Tragflächen natürlich auch noch an die Flughäfen passen. Durch die Verwendung moderner Materialien, wie hier jetzt bei den neuen 777X-Tragflächen ganz viel Kohlefaserverbundwerkstoffe in Kombination mit einem stabileren Flügelkasten aus mehr Titan als beim Vorgänger und halt eben mit den hochklappbaren Flügelenden, schafft man es jetzt bei der Boeing 777X eine für ein Verkehrsflugzeug wirklich beeindruckende Aspect Ratio mit dem Wert 10 zu erreichen. Hocheffiziente, schlanke, lange Tragflächen und gleichzeitig verbraucht man an den Flughäfen, auf den Taxiways, an den Parkpositionen eben nicht mehr Platz als mit jeder anderen 777 auch. So sieht das neue Flugzeug jetzt also aus, eine sehr vielversprechende Maschine und hoffen wir mal, dass die da auch ein wirklich komplett durchdachtes Flugzeug hingestellt haben. Etwa 350 Bestellungen gibt es zum aktuellen Zeitpunkt bereits für die 777X und das sieht doch nach einer guten Zukunft für ein gutes Flugzeug aus. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen zur neuen 777X dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und tschüss.